Hey Leute, diesmal starte ich den Vlog etwas anders. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Armin und ich waren heute im Spieleparadies. Danach waren wir im Jisk, das war ja früher dänisches Plattenlager. Wir haben ein paar Sachen fürs Baby besorgt. Auf jeden Fall waren wir danach noch beim Action. Das habe ich mir überlegt, übrigens an die Wand zu machen und dann Pflegeprodukt reinzumachen. Wir haben einen Teppich besorgt. Das zeige ich euch später auch alles, wie das aussieht. Und dann habe ich mir noch diese Regale hier angeschaut. Und für 7 € dachte ich mir, komm, nimm einfach mal 3 Stück mit. Wer weiß, vielleicht kannst du damit irgendwas Cooles machen. Diese Körbe habe ich mir überlegt, in die Malmkommode reinzupacken, um Klamotten einzusortieren oder halt andere Sachen. Dann habe ich mir noch das spontan mitgenommen, einmal fürs Schlafzimmer, Babyzimmer und noch eins eventuell fürs Bad. Yes, und das waren auch schon alle Sachen. Dann sind wir zum Auto gelaufen, haben alles beladen und sind dann nach Hause gefahren. Also mittlerweile bin ich zu Hause und ich werde jetzt alles einrichten. Ihr habt ja gesehen, was ich gekauft habe. Ja, mal gucken, ob das Teppich passt, Leute, von der Farbe her. Wie das gleich aussehen wird, aber so schlimm ist es gar nicht. Ich sehe schon. Also ich hole mir jetzt ein Messer. Erstmal stelle ich diese Sachen hier weg. Ich glaube, das Bett muss auch einmal weg. Oh. So, jetzt einmal ein Messer. Okay, also das Bett. Ich denke aber, dass wir das anders machen werden. Und zwar, aber das schaffe ich jetzt alleine nicht. Und zwar so, dass der Teppich unter der Kommode etwas ist, anstatt unter dem Bett. Das würde ich, glaube ich, mehr feiern. Aber das schaffe ich jetzt alleine leider gar nicht. Weil ich ja die Kommode hochheben muss und das Bett war schon so schwer. Der Strahler kommt wieder auf seine Position. Ich werde jetzt die Kisten da reinräumen. So. Ich werde auf jeden Fall noch mehr kaufen. Die sind ja im Dauersortiment, sage ich mal. Deswegen denke ich, wird das kein Problem sein. Ich nehme übrigens auch gerade mit dem Handy auf für TikTok. Weil ich das Gefühl habe, auf TikTok habe ich nochmal eine andere Community. Also hier kommen natürlich diese hier rein. Guck mal, Leute, die passen echt perfekt. Also ich mag ja überhaupt nicht Sachen falten. Gar keine gute Technik. Vielleicht sollte ich mir mal im Internet oder bei TikTok irgendwas angucken. Wer weiß. Langarm- und Kurzarm-Bodies kommen hier jetzt rein. Das sind Langarm-Shirts. Glaube ich. Ja. Hier sind schon Socken. Socken kommen hier rein. So, hier kommen jetzt die Socken rein. Oder wisst ihr was, Leute? Hier kommen die Socken rein. Weil ich schon einige habe. Socken. Mützen und Tücher. Mützen. Ich finde die ja süß, guck mal. Die sind echt süß. Also Mützen habe ich. Mützen und Tücher.
das mal nicht. So. Hier kommen dann die Hosen rein. Ich glaube, ich mache das so. Ganz unten kommen die Schlafsäcke rein, die ich habe. Guck mal, Leute, der gehörte Armin. Schlafsäcke, Handtücher, Bademantel. Oh, Leute, ich war den ganzen Tag unterwegs, hab geschleppt, Teppich geschleppt, sonst was. Ich war nicht rot. Und jetzt, ich sortiere einmal Babyklamotten ein, ich bin rot. Ah, hier ist noch was. Ja, Leute, das sieht doch alles schon viel, viel besser aus. Ich muss mir auf jeden Fall noch mehr holen. Langsam wird's. Also, einer davon kommt jetzt ans Badezimmer und der andere hier bei uns. So. Oh. Ja, ist ja blöd. Die Tür geht ja dann gar nicht mehr zu. Guck mal. Ach, die Tür. Hier ist die sowieso nicht zu, aber im Badezimmer machen wir die zu. Das heißt, das ist doch nicht gut fürs Badezimmer. Soll ich das denn sonst benutzen? Bei Armin vielleicht? Nee. Ist jetzt im Schminkzimmer, Leute. Ich bin gerade am Überlegen, wo diese Regale hinkommen. Ich habe ja 3 Stück. Und wie ich das machen soll? Soll ich die gerade machen? Aber nee. Hier kommt ja der Wickelaufsatz, ich glaube, nach rechts. Hier wird frei sein, oder? Oder wo die hier hinkommen? Weiß ich auch noch nicht. Eigentlich sind die hier cool. Hier so am Rand finde ich die ganz cool. Hier. Finde ich echt, echt cool. Die Regale. Dann kommt der Wickelaufsatz halt nach rechts. Dann an die Ecke. Und die Regale hier neben. So übereinander, wisst ihr? Das macht sowieso Halli. Also, ich möchte hier nichts an die Wand machen. Das mache ich mit ihm zusammen. Dann schauen wir mal. Da wird sich bestimmt auch freuen. Er ist sogar mehr drin als ich in diesem Babyzimmer. Leute, ich bin so dumm. Ich habe gerade bei einer anderen Influencerin gesehen. Wegen dieser Wärmelampe. Man muss nicht alle Beine benutzen. Ich könnte die jetzt abmachen. Dann habe ich nur die und kann die da hinstellen. Manchmal ist Denken auch nicht so meine Stärke. Komm, das mache ich jetzt. Das war jetzt vor dem Regal irgendwie. Ich weiß nicht, habt ihr eine Idee, wo ich das sonst hinstellen kann? Weil der Wickelaufsatz wird halt hier rechts sein. Dahinter finde ich auch blöd. Weil ich finde nicht, dass da hinten so eine Lücke ist. So ist das jetzt. Irgendwie stört mich das. Boah, das ist echt warm, Leute. Ich hatte bei Armin sowas ja nicht, er ist ja ein Sommerkind. Das ist mega warm. Komm mal hier. Wow. Das ist gemütlich. Ja. Ich würde jetzt halt gucken, wie warm die wird. Schon Armin, ne? Hä, ist doch voll heiß schon. Oh ja, doch. Echt schön geworden. Guck mal, was ich mir überlegt habe. Ja, also, weil das jetzt hier steht, ne? Kommt hier der Wickelaufsatz hier dann so. Und diese Regale. Wie hängt man die denn auf? So. So. Da kommen dann so Pflegeprodukte rein. Denke ich. Und die hier kommen so übereinander. 1, 2, 3. Ja. Ist gut, die haben 7 Euro gekostet. Alle zusammen? Nee. No. Das sind 2 große, 2 mittlere, 1 kleiner und 1 großer. Cool? Das ist also echt cool gemacht. Die Kamera aus. Was geht, Leute? Für mich und Armin geht es jetzt, oder vor allem für mich geht es jetzt auf einen kleinen Ausflug in einen Wildpark. Das sind anscheinend auch Tiere, die sich streicheln lassen, wenn sie möchten. Ja, da fahren wir jetzt hin. Eigentlich kommt heute ein Amazon-Paket, was sehr wichtig ist. Paket kommt morgen. Wir sind nicht da, also man muss halt ein Passwort angeben, aber wahrscheinlich
kommt es dann an, wenn wir nicht da sind. Oder es kommt halt heute Abend an. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück. Wir fahren jetzt los. Ja. Zum Bildpark. So, ich habe hier ein paar Snacks eingepackt und halt wichtige Sachen. Es wird auch regnen, deswegen habe ich 2 Regenschirme eingepackt. Heute ist es nicht so warm, ist eigentlich ganz gut, weil die Hitze ist halt nicht auszuhalten. Ne? Omin hat ja jetzt 2 Wochen Ferien. Seit Freitag, heute ist Dienstag. Auf jeden Fall, gestern waren wir im Spieleparadies. Und wir wollen halt. Genau, und wir wollen halt jetzt nicht die ganzen Ferien über zu Hause sitzen. Deswegen gucke ich, dass wir immer irgendwas unternehmen können. So, Armin sitzt heute hier vorne bei mir. Ja. Ne? Und wir haben gerade gesehen, es nieselt schon etwas. Mal gucken. So, wir sind jetzt angekommen, haben hier geparkt. Da hinten sehe ich schon einen Spielplatz. Aber wir wollen erstmal zu den Tieren. So. Vollgepackt mit Rucksack. Ich fühle mich voll wie eine Wanderin. Also hier ist ein Spielplatz anscheinend. Leute, wir sind gerade falsch gelaufen. Hier steht einfach dick und fett Eingang. Also. So, Armin, wir schauen erstmal, was hier steht. Mit 5 von Tieren verboten. Kinder sind ja verboten. Ja, dann gehen wir mal rein. Ne? Das kostet übrigens nichts, Leute. Ne? Jetzt, so, jetzt, wenn du ganz leise bist, vielleicht sehen wir auch Tiere, weil die mögen das nicht, wenn man laut ist. Da sind die schon. Wow. Guck mal, die haben Angst, die laufen alle weg. Guck mal, wie er dich anguckt. Wir sind hier übrigens im Denklage Burgwildpark. Ja, mal gucken. Also ich war richtig fasziniert gerade von den Tierchen. Ich finde sowas echt schön. Vor allem, die leben hier so in der Natur, ne? Ich bin ja kein Fan vom Zoo. Da sind, glaube ich, Ziegen oder was ist da? Guck, da ist der. Hallo. Ist der echt? Natürlich ist der echt. Hallo. Mäh. Mäh. Komm, er kommt zu uns. Mäh. Nee, im Gegenteil, er geht weg. Leute, könnt ihr euch auch vorstellen, dass es mit Halil richtig lustig hier wäre? Haben die Angst? Das wäre richtig lustig mit Halil hier. Ach, guck mal, die können da raus, wenn die wollen. Ich dachte schon, ja, guck mal, die können hier raus. Kann ich hier rein? Nein! Schaut mal, Leute, da ist eine Beschreibung, wie lange man braucht. Hier eine halbe Stunde. Hier gibt es Wege 20, 40 und 60 Minuten. Mal schauen. Armin möchte euch jetzt was zeigen. Kannst du auch was erzählen? Da hinten sind die Tiere. Weißt du, wie der heißt? Wie denn? Weiß ich auch nicht. Ich liebe es ja, in der Natur zu sein. Das finde ich gut. Hier bei uns gibt es sehr viel von solchen Sachen. Früher in Bremen, ich weiß nicht, da war ich nicht so der Naturmensch, aber wo ich dann hier eher ins Dörfliche gezogen bin. Ja, seitdem ich halt eher im Dörflichen wohne, bin ich halt eher ein Fan davon. Und hier gibt es halt in der Nähe auch mega viele Sachen. In Bremen glaube ich jetzt nicht. Ne? Also bestimmt gibt es da Sachen, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Also finde ich schöner. Ich könnte mir auch nicht mehr vorstellen, in so einer richtigen Großstadt zu wohnen. Ich finde es hier auf jeden Fall, wo es ruhiger ist, schöner. Ich bin eher ein ruhigerer Mensch. Ich fühle mich schnell überfordert in so großen Städten mit vielen Menschen. Hört ihr das, Leute? Das ist ein Notfall. Notfall? Meinst du, das ist ein Alarm, weil wir hier sind? Die sind jetzt auch alle weggerannt, wo die uns gehört haben. Ich kenne mich ja nicht so mit der Tierwelt aus. Ich befasse mich da nicht so mit. Da ist eher Halil der Klügere. Ach, das ist ein Dammhirsch. Interessant. Da, hier vor uns. Warte, bleib mal stehen. Nicht dahin laufen, bleib mal stehen. Guck mal, die werden, glaube ich, gerufen. Guck mal, hier bei uns. Wow, voll schön, die so vom Nahen zu sehen. Ich finde die Tiere so schön. Bambi! Ja, habe ich für dir geschenkt. Ach, danke schön. Du schenkst immer so tolle Sachen. Weißt du, wie die heißen? Nee. Tanzzapfen. Denke ich. Tanzzapfen. Also wir snacken jetzt auf jeden Fall jeder ein Croissant. Ein bisschen Hunger bekommen. Ein Pilz. Wollen wir anfassen? Ja, lieber nicht. Warum? Wer weiß, ich meine, das ist ein giftiger Pilz oder so, ich weiß auch nicht. Da gibt's Stress. Ich finde die so lustig.
Und wie findest du die? Ich finde die lustig. Mit diesem weiter trinke ich sehr viel und ohne Toilette geht's nicht mehr. Ich hoffe so sehr, dass sie geöffnet haben. Es wird höflich gebeten. Ja, natürlich, sauber bin ich. Uns geht's jetzt auf den Spielplatz. Was ich sagen muss, Armin ist sehr schüchtern, was andere Kinder angeht. Armin ist ein Kind, er befolgt Regeln, zum Beispiel im Kindergarten. Er befolgt Regeln, er hört auf Regeln, wenn die Erzieher sagen, man darf nicht bleiben, man darf nicht schubsen oder so. Er hält sich dran. Aber es gibt dann so einen Jungen im Kindergarten anscheinend, der ihn immer ärgert. Und ich sag ihm, wer dich ärgert, den ärgerst du zurück. Egal wer was sagt, in meinen Augen ist das so, man soll sich verteidigen. Er macht es aber nicht, weil er sich an die Regeln hält. Genauso ist es jetzt auch beim Spielplatz. Gestern gab es auch Streit mit einem Jungen, weil der Junge ihn nicht durchgelassen hat. Dann habe ich gesagt, weil der Junge meinte dann halt, ja, das ist meine Burg oder so, obwohl es halt im Spieleparadies, ne? Ja, super! Im Spieleparadies halt, ne? Habe ich gesagt, nee, das ist hier für alle Kinder. Er darf auch darauf und so. Und von alleine würde er das nicht sagen. Und da versuche ich ihm beizubringen, dass er nicht schüchtern sein soll und für seine Meinung einstehen soll und sich nicht ärgern lassen soll. Das Problem hatte ich aber auch als Kind, also ich war sehr schüchtern, noch mehr als er. Er ist so an sich extrovertiert, aber was sowas angeht, ist er eher introvertiert. Versteht ihr, was ich meine? Aber so an sich ist er ein sehr extrovertiertes Kind. Er schämt sich nicht, vor anderen irgendwie laut zu sein oder irgendwas zu machen oder so. Ich war halt komplett schüchtern. Wenn ich meine Oma in seinem Alter, wenn ich meine Oma 3 Tage nicht gesehen habe, habe ich bei meiner Mama hinterm Rücken mich versteckt und geweint, also hinter ihrem Bein. Richtig lustig. Bei uns ging es dann zum Rossmann, ich zeige euch jetzt auch den Einkauf. Also ich zeige euch jetzt mal ganz schnell, was ich bei Rossmann oder was wir bei Rossmann geholt haben. Einmal Klopapier, weil wir keins mehr haben. Dann einmal dieses Duschgel hier von Isane. Armin hat sich diese Zahnpasta ausgesucht, haben wir noch nie benutzt. Der beste Glasreiniger. Haargummis. Das hier habe ich bei Shopaholic gesehen, bei Rabia, kennt ihr vielleicht von Instagram. Das soll angeblich richtig gut sein, das war immer ausverkauft, das war auch der letzte, den habe ich immer mitgenommen. Babywaschmittel. Normales Waschmittel. Hier, ihr wisst schon, Beispiele. Wattepads. Feuchttücher, die benutze ich selber auch sehr gern. Und einmal eine Hautcreme, die kostet nur 2-3 Euro. Ist jetzt nicht die beste, sage ich euch ehrlich, erfüllt ihren Zweck. So. Und Halin mag halt sehr gerne Oversize-T-Shirts. Und ich habe ihm erstmal ein paar buntere T-Shirts geholt, weil er hat fast nur schwarze T-Shirts, eigentlich nur. Und ein rotes und ein weißes, glaube ich, ist sonst alles schwarz. Die probiert er dann später an. Bei New Yorker, ich glaube, 8 Euro. Ist extra so Oversize-Schnitt. Weiß, blau und orange. Mal gucken, ob ihm das gefällt. Ich esse jetzt Pimini. Ja, ich esse Pimini sehr gerne mit Ketchup. Und Armin isst ein Brötchen. Jetzt guck mal, ob die Farben was für dich sind. Es ist Zeit. So, Leute. Er kam, also wir haben ihn von der Arbeit abgeholt. Ich sage, es ist black, black, grau. 3 T-Shirts ausgeholt. Hä? Ich habe gesagt, ich habe farbliche T-Shirts geholt. Oh, shit. Was Pinkes geholt hast, ne? Nein, kein Pink. Kackenbon behalten. Was ist das denn, Alter? Ich zieh doch kein Orange an. Hä? Meinst du es gerade ernst oder war es das Spaß? Ich habe noch nie Orange angezogen. Hä, aber war das gerade ernst? Dann nehme ich das halt, undankbarer. Du Schwein, du undankbares Schwein. Aber hast du nicht ein Schwarz geholt? Ja. Oha, Leute, guck mal bitte, wie unter... Das kann man machen. Seid mal ehrlich, diese Farben sind richtig geil, vor allem im Sommer. Vom erst braun, das sieht doch voll chillig aus. Oh. Ja, guck mal, über so eine langweilige Farbe freut er sich. Wow. Sei ehrlich, der Schnitt ist krass. Leute, das ist von FSBN. You know what I'm saying, man, shit. Was ist denn? Hast du New York gekauft? Die T-Shirts sitzen nicht gut bei ihm. Was machen wir dann? Wir geben sie nicht zurück. Ich trage sie einfach. Weil ich habe sowieso keine T-Shirts. Und ich habe keinen Bock, die zurückzubringen. Und mit meinem Riesenbauch passt das ganz gut. Also trage ich die jetzt toll. Mal gucken. Das Ding ist, ich kann Halil nichts holen. Er muss es immer vor Ort anprobieren, weil es ist immer dasselbe. Immer ist irgendwas. Sogar bei seinen Socken. Habt ihr im vorletzten Vlog gesehen. Die passen ihm einfach nicht. Leute, das war's mit dem Vlog. Mehr haben wir nicht gefilmt. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wir würden uns selber Support freuen, Feedback freuen, über ein Like freuen. Und wenn ihr noch mehr Content von uns sehen wollt, könnt ihr uns gerne auf Insta und TikTok folgen. Bis zum nächsten Video, Sonntag.